Letzte Woche in der total normalen Familie. Die Vergeblichkeit und tragische Ironie der menschlichen Existenz. All das hatte ich plötzlich deutlich... Warum macht ihr eurer Schwester das Leben so schwer, hä? Dir fehlt der Durchblick, Vaterherz. An der Misere ist Katie schuld. Hey, Katie, also, sag mal, wo soll ich dein Zeug aus der Sei Drogerie still, Lester. Tun? Hör zu, Terry, ich wollte durchaus nicht überheblich erscheinen. Das Zeug Martin, okay? Von mir aus. Terry, jetzt hör doch zu, es war nicht meine Absicht, überheblich zu erscheinen. Ihr seid nur so laut und ich kann es Katie, nicht ausstehen, dass wo soll ich ihr... das hier hinlegen? Ah, Lester! Sag mal, hast du sie nicht alle? Ihr seid ja total verrückt, Mom, ich halte es nicht mehr auf. Jetzt was nicht mehr aus. Ach, vergiss es, ich zieh aus. Also, mach's gut. Du auch. Willkommen in deinem neuen Heim. Danke. Gefällt's dir? Ist doch nett, oder? Oh, verdammt. Oh, bitte entschuldige. Oh, es tut mir furchtbar leid. Es liegt nur daran, dass ich normalerweise immer allein durch diese Tür komme. Schon okay, Dad. Danke. Ja. Und jetzt die große Sightseeing-Tour. Daddy, das ist nicht nötig. Ich war schon 100 Mal hier. Also, das ist ab jetzt dein Schlafzimmer. Das ist auch dein Zimmer. Sagtest du nicht, du kennst dich hier aus? Es ist dein Schlafzimmer und ich schlafe jetzt hier. Auf dem Sofa. Aber ich brauche gar kein Unter diesem Zeug hier pflegt ein Schreibtisch zu ruhen. Dad, und jetzt hör zu. Stelle ich dich unserer Küche vor. Küche, Katie, Katie, Küche. Brumm, brumm, brumm. Und jetzt hier entlang. Das hier. Psst. Beeilung. Das hier ist unser Badezimmer und ich verspreche, in Zukunft die Klobrille unten zu lassen. Gute Neuigkeiten, die Klobrille ist schon unten. Und das hier um die Ecke ist unser Fenster. Dad, bitte lass das jetzt. Ist es okay, dass ich hier bin? Sehr ehrlich. Ach, natürlich ist es okay. Nein, besser als okay. Ich finde, es ist 1A okay. Wirklich? Wirklich. Ehrlich, Schatz. Ich weiß, du hast eine ziemlich harte Zeit hinter dir und alles, was ich sagen wollte, ist herzlich willkommen. Hey, ich wüsste einen tollen Start in unser neues Leben. Ich höre. Wir zwei könnten heute ausgehen und sehen uns den Bergmann-Film im Tivoli an. Danach gehen wir rüber in den Campusratskeller, lachen und reden, hören Folkmusik und trinken Espresso. Klingt doch toll, oder? Großartig, aber ich kann leider nicht. Wieso nicht? Naja, ich muss lesen, weißt du, ich habe all die Philosophiearbeiten zu korrigieren. Oh, das verstehe ich, Dad. Du kannst ruhig arbeiten. Ist völlig okay. Ganz ehrlich? Ja. Gut, also dann. Also dann. Ich würde gern was auflegen, ein Händel-Konzert. Hast du etwas dagegen? Absolut nicht. Das stört mich überhaupt kein bisschen. Nicht wahr, Dad? Hey, den Nistbläser! Hallo? Oh, nein, nein, Katie wohnt hier nicht mehr. Ah, hallo Les. Oh, du glaubst nicht, was die Verkäuferin da unten in der neuen Herrenboutique für Kurven hat. Oh, heiße Frau. Ach,
zu dumm, dass sie bei Hemden so einen schlechten Geschmack hat. Oh mein Gott. Aber da sie auf Kommission arbeitet, denke ich, wenn ich mir noch 20 von diesen miesen Fetzen aufzwinge, dann läuft schon sehr bald das wilde Ding. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Was habe ich gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich sagte, liebe Grüße vom Taubstummverein, du hast ein Hemd gewonnen. Toll, hm? Danke. Hey, was gibt's denn? Ich vermisse Katie. Ich glaube, ich spinne. Ach komm, ich meine, seit sie nicht mehr hier ist, fehlt etwas in diesem Haus. Ich fühle mich viel besser ohne sie und freier. Schau her, Kleiner. Diese Dose ist aus Aluminium, okay? Ich werfe sie jetzt in den Hausmüll. Hey, hey, schau her. Oh, ich zerstöre die Ozonschicht. Die Sonnenstrahlen werden mich töten. Ich kann nicht mehr richtig atmen. Ich mutiere. Guten Morgen. Hey Mann, diese Umweltmoralpredigten waren unerträglich für mich. Komm schon, Les, wo ist der friedliche Geist? Was soll das? Los, komm schon! Komm schon! Ja, zack, fühlst du dich besser? Ja, viel besser sogar. Hey, komm her, Grandma. Was ist? Ach, los, verteidige dich, junger Mann. Lass mich zufrieden. Na komm, hä? Ich glaube, ich habe dich gebeten, nicht? Ja. Ich vermisse Katie. Kinder, Mom, Essen! Ellen, Ich glaube, du hast für Katie mitgedeckt. Oh, ja, tatsächlich, das ist ja... Also wirklich, manchmal macht man so komische Sachen, die ergeben keinen Sinn. 12 Tage hintereinander. Leid, Schatz. Ich glaube, ich werde mich kaum daran gewöhnen. Ich vermisse sie so. Ich weiß, aber wir müssen uns damit abfinden, dass sie nicht mehr da ist. Das braucht Zeit. Das geht jetzt zu weit. Lester, das Ding da ist lächerlich, hörst du? Es ist lächerlich? Dad, was du einfach als lächerlich bezeichnest, ist eine kleine Surrogatfigur, die zur Kompensation der Abwesenheit meiner Schwester dient. Und die sehr lächerlich aussieht. Aber wenn sie nun mal tröstet, ich meine, es ist ohnehin schon für sie gedeckt. An manchen Tagen habe ich den Eindruck, es gibt nur Verrückte in diesem Haus. Ah, Lester. Nette Pappfigur von Katie. Jetzt ist sie voll recycelfähig, hä? Ellen, wir brauchen noch so eine Pappfigur. Ja, damit könnten wir deinen Bimbo ersetzen. Reicht mir ein scharfes Messer. Bitte seid so. Also hört mal, ich bitte euch. Lasst uns jetzt endlich friedlich zusammen essen, okay? Aber in meinen Augen hat diese neue Situation etwas Unerfreuliches an sich. Es sind 3 von Ihnen in diesem Raum und wir sind nur zu 2. Tja, und damit gehörst du einer Minderheit an, Miss B. Gutes Gefühl, ha? Huh? Gefällt's dir? Sei schön vorsichtig mit mir. Du bist schuld, Macho, dass meine Enkeltochter nur noch ein Stück bemalter Karton ist. Jetzt hab ich's aber satt. Seid nett und betragt euch endlich wie normale... Lester, sie sitzt nicht gerade. Könntest du sie... So ist es gut, danke. Wo war ich gerade stehen geblieben? Warte. Sekunde, Miss B. Wie kannst du behaupten, es wäre meine Schuld? Ich sage nur das, was ich denke. Also nur, dass es klar ist. Es ist genauso viel meine Schuld, wie es ihre Schuld ist. Ist okay. Ich glaube, es ist wirklich nicht nötig, ganz exakt zu eruieren, wer die Schuld an allem trägt. Oh ja, schon klar, Ellen. Du gibst mir auch die Schuld, ist doch so. Das habe ich nie gesagt. Aber ich gebe sie dir. Schnauze, Blindgänger. Halt sie selber. Es reicht. Hört endlich auf, euch zu streiten. Und jetzt wird hier niemand mehr irgendjemand wegen irgendetwas beschuldigen. Gratuliere, Sarah. Deinetwegen ist das Essen jetzt kalt.
Dad? Hm? Wäre es möglich, dass wir irgendwann ein paar Freunde zum Essen einladen? Hm. Gute Idee. Aber vorher bräuchten wir noch ein paar Teller. Komme gleich! Komme gleich! Ja. So geht's. Oh, hallo. Tag. Sie ist doch nicht etwa hier? Nein, keine Sorge. Ach, sehr gut. Was haben wir denn heute? Einen vegetarischen Auflauf nach Art des Hauses. Katie ist verrückt danach. Toll, danke. Ich arbeite so hart, weißt du, ich komme nicht zum Kochen. Übrigens kann ich gar nicht kochen. Das ist mir nicht neu, Leonard. Ich mache das wirklich gern für dich. Also, Ellen, ich versuche ernsthaft ein guter Vater zu sein. Das kannst du ruhig glauben. Setz dich, setz dich. Und aber weißt du, ich glaube, dass ich... Ich meine, was Katie angeht, sie ist nicht glücklich hier. Nicht wirklich. Also, wenn sie etwas brauchen sollte, dann musst du es mir nur sagen, okay? Nur tu mir den Gefallen. Sag bitte nichts davon zu Ron. Denn wenn er davon Wind kriegt, würde er sagen... Ellen, was tust du denn hier? Hallo, Schatz. Ich bin ganz zufällig hier. Du fährst deinen Auflauf spazieren, hm? Nur zu deiner Information, dieser Auflauf ist natürlich nur für Leonard. Sag mal, wieso bittest du mich um eine Pizza, wenn sie für dich kocht? Ihre Pizza schmeckt einfach furchtbar, Ron. Das ist Katie. Oh, Katie wird denken, dass wir ihr nachspionieren. Wir verstecken uns in der Küche. Ich will nicht in die Küche. Ron, bitte. Ich will nicht in die Küche. Ich wollte nicht in die Küche. wieso gehst du nicht einfach raus und redest mit deiner Tochter? Also, wenn sie mir etwas zu sagen hat, weiß sie, wo ich zu finden bin. Woher denn? Du versteckst dich ja in der Küche. Oh, hallo, Süße. Sind das Weihnachtsgeschenke? Ja, willst du deins? Also eigentlich glaube ich, wir sollten damit warten. Bis Weihnachten. Okay. Du siehst niedergeschlagen aus, Katie. Oh nein, ich bin okay, Dad. Alles bestens, ehrlich. Ich glaube, ich weiß, warum ich so deprimiert bin. Ich kann Feiertage nicht ausstehen. Das kann ich wirklich nur unterstreichen, Katie. Offen gesagt, ich hasse Feiertage. Ich meine, sie sind so überflüssig, deprimierend. Leonard! Ich werde dir was sagen. Diese Weihnachtsfeierei ist eine Art seelischer Hinterhalt. Oh! Weißt du, ich glaube, ich hole jetzt erstmal ein Glas Wasser. Okay, so circa 30 Kubikzentiliter. Was soll das? Wieso tust du das? Du kannst mit einer deprimierten 17-Jährigen doch nicht so reden. Bitte, dann red doch selbst mit ihr. Ich halte dich nicht auf. Ich finde die Idee großartig. Eine Mutter redet mit ihrer Tochter. Nein, ist eine blöde Idee. Ich will nicht mit ihr reden, Ron. Hör zu, Len. Sprich du mit ihr. Aber kein Blödsinn, jetzt, verstehst warte du? Mal. Ich bin ihr Vater und ich habe in Bezug ja, du auf das Kind ihr auch Vater, was zu entscheiden. Aber trotzdem, ich weiß, es gibt momentan nichts zu entscheiden. Mit ihr reden. Ich weiß zu viel. Was sollen wir tun? Auswandern, untertauchen. Ja. Was machst du da eigentlich? Oder ich koch dir gerade ein Glas Wasser und es ist fast fertig. Mom und Ron sind da drinnen, hä? Was? So ein Unsinn. Hi. Hi. Sie sind tatsächlich da. Also Leute, was wird hier eigentlich gespielt? Wieso seid ihr hier, hä? Genau. Leonard, ich will ganz ehrlich sein, Schatz, also hört zu. Unser Wagen blieb stehen und zwar direkt gleich um die Ecke. Richtig, Ron? Nein. Hör zu, wir kommen vorbei, um dich und deinen Daddy einzuladen. Wir kochen was Schönes an Heiligabend. Und was ist mit dem Essen da? Das ist nur eine Kostprobe, ein kostenloses Muster. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Und ich freue mich erst. Na also. Hast du Heiligabend gesagt, Ron? Was für ein Datum ist das eigentlich? Gary, Schatz, Vorsicht bitte! Der Plattenspieler ist sehr empfindlich! Gary Bauer!
Ihr habt es wirklich gut. Euer Junge ist so ein munteres Kerlchen. Das stimmt, Tante Sarah. Hast du Lust, ihn in den Ferien eine Woche zu dir zu nehmen? Oh, yippie. Das ist eine prima Idee. Entschuldigt mich bitte, Moment. Behalt Gary im Auge, Bob. Oh mein Gott, ich krieg noch einen Nervenzusammenbruch, wenn die hier nicht bald verschwinden. Hey, Cousin Terry, was denkst du, wenn ich später mal groß bin, sehe ich dann auch so aus wie du? Naja, deine Chancen stehen nicht gerade gut, Kleiner. Ein Glück, das wäre ja auch die Härte. Schnauze. Hey, ho, ho, jetzt kommt der Nikolaus. Danke. Na, Kleine, bist du ein Keks? Der Nikolaus sieht anders aus und ich kann es nicht leiden, wenn mich einer für blöd hält. Krieg ich noch was. Ja. Also, ich hätt's dir geglaubt, Bruderherz. Oh, du freust dich auch schon auf Katie, hä? Oh ja, na klar, aber die glaubt nur an einen weißen Weihnachtsmann. Blöd, Mann. Also, Ellen, dein Truthahn riecht einfach großartig. Ich hoffe, es ist genug für alle da. Sei vorsichtig, Ellen, sie ist jetzt für zwei. Oder für drei. Oder für vier. Möglich ist alles. Hauptsache, dass sie die Göre nicht hier zur Welt bringt. Mom, du stehst im Weg. Vorsicht, du stehst hier ziemlich gefährlich. Du glaubst wohl, ich würde mich vor dir fürchten? Vielleicht schaust du kurz nach oben. Ah! Sie ist ein so dankbares Opfer. Katie! Huhuhu! Katie! 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 Also, Lennart, ich hab dir doch nur eine ganz einfache Frage gestellt. Es tut mir leid, ich hab keinen Platz für dich, Sir. Komm schon, Len. Hast du nicht eine freie Abstellkammer oder sowas? Dein Truthahn ist köstlich. Danke. Könnte ich auch etwas davon kriegen? Das lasse ich mir gefallen. Terry, Katie und Lester sitzen einträchtig zusammen. Fast wie in alten Zeiten, hä? Huh? Mann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Lachen oder weinen? Am besten wäre der Mittelweg. Ich finde dich nicht sehr amüsant. Weißt du, du bist auch nicht gerade eine begabte Komikerin. Na, Terry, geht's dir auch gut? Ja, alles klar. Und dir? Großartig. Großartig, sehr gut, gratuliere. Und wie läuft's mit deinem Dad? Oh, fantastisch, großartig. Und ihr kommt hier auch gut zurecht? Ja, es läuft gut. Na, ihr seid ja so verdächtig still, ist etwas? Ach, dieses Fischgericht sieht ja übel aus. Schön zu hören, Gary. Hey, Jeannie, magst du Seefisch? Ja, sehr gern. Seefisch, siehst du ihn? Das ist ekelerregend. Ich hoffe, dass es euch allen schmeckt. Du hältst es wohl für appetitanregend, wenn du wie ein Schwein isst. Mom! Gary hat mich eben absichtlich angerüllt. Gar nicht wahr, ist mir so rausgerutscht. Aber ich... Heute ist heilig. Wie schön, dass dieser widerliche Kerl mich auch noch rein hat. Naja, er ist noch ein Kind. Und die dumme Gans ist so überheblich, da muss ihm ja schlecht werden. Wieso? Sie ist doch sehr nett, sehr umgänglich und benehmen kann sie sich auch. Was? Sie ist ein unerträglicher Besserwisser. Gary ist lebendig und humorvoll. Was? Dieser fiese kleine Mops ist ungezogen und affig. Aber wenn man dumm und überheblich ist, dann akzeptierst du das. Also weißt du, ich... Wir wollen uns jetzt nicht das Essen verderben. Lass uns aufhören. Ja, du hast recht. Schon gut, okay. Ich denke, wir könnten uns so einigen. Gary und Jeannie sind zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten und sie werden nie miteinander zurechtkommen. Das sehe ich hundertprozentig genauso. Mhm. Seht euch das an. Tut mir leid. Ja, mir auch. Na also, die kleinen Kinder sind zum Glück nicht so dumm und benehmen sich wie die Erwachsenen. Das sollte ein Witz sein. Ich weiß, Schatz, nur ist er leider absolut nicht neu. Und er ist trotzdem zum Totlachen. Ich meine, dieses Leben ist absolut sinnlos. Ihr werdet geboren und bevor ihr wisst, was Leben heißt, seid ihr auch schon tot. Was soll das? Das ergibt keinen Sinn. Na, alles nur Theater, eine einzige Farce. Hey, Katie, könntest du Drückeberger uns in der Küche etwas zur Hand geben? Ich räume hier auf, Ron.
Komm schon, jetzt wird angepackt. Auf die Plätze, Leute, zur Freemenschen-Reinigung. Und ab geht die Post. Okay. Alle Mann an Deck. Ja, Sir. Ja. Ja, ich mach schon. Hopp, mit dem Zeug. Hey, die kommt in einen Spezialcontainer, hörst du? Und nicht in den Hausmüll. Oh, das ist mir aber neu. Du hast ganz nette Seiten. Ja, du hast auch dein Gutes. Katie? Was ist denn? Zeigst du mir dein Zimmer? Weißt du, ich wohne hier nicht mehr, Jeannie. Und wieso nicht? Jeannie! Meine Damen und meine Herren, Sie sehen Katie und Leonard auf dem Weg zurück in das Haus, in dem Sie leben. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Dad? Was ist? Ich möchte dich nicht verletzen, aber ich will wieder nach Haus. Du musst... Du musst entschuldigen. Ich hoffe, ich mache nicht den Eindruck, ich wollte dich loswerden, denn so ist es absolut nicht. Absolut nicht. Ehrlich. Weißt du, das Alleinsein, ich brauche das. Und ich... Ich weiß, Daddy. Schon okay. Ist alles gut? Ja, und ich liebe dich. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, Mom, reg dich nicht auf. Wahrscheinlich haben sie nur was vergessen. Habt ihr ein Zimmer frei? War nur ein Scherz, weiße Frau. Willkommen zu Hause.